Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wir stehen wieder vor unserem schicken Fenster. Und für diesen Part hatten wir uns ja ausgemacht, wir wollen hier unser kleines Projekt weitermachen. Nämlich hier ein kleines Gewächshaus hinzuzimmern. Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich das genau mache, weil ich brauche ja dann Erde und Weg und Wasser, um möglichst viele Pflanzen hier unterzubringen. Ja, wie mache ich denn das am besten? Schwierig, schwierig. Ich glaube, ich mache das einfach so, dass ich hier in der Mitte halt einen Weg lasse, den ich glaube ich aus Holz mir machen werde. Kommt hier schon mal Erde rein. So. Und dann auf der anderen Seite genau noch mal das Gleiche. Ist dann halt die Frage, ob das wirklich reicht. Oder ob ich vielleicht die eine Seite, die hier drüben nehme, um Getreide und sowas anzubauen und ob ich vielleicht dann nicht die Seite hier nutze, um Moment, um Bambus anzubauen oder Zuckerrohr oder was auch immer das sein soll. Da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Ich glaube, so ist das auf keinen Fall verkehrt, wenn wir das so machen. Oder? Ja, ach doch, das kann so. Das ist okay, so ist es. Halt nur die Frage, ob das jetzt erstmal hier so reicht. Ich würde sagen, ach klar, das reicht. So, dann machen wir hier ein bisschen Wasser hin. Hier bauen wir das noch alles aus. So, da fehlt halt nur noch eine Treppe nach oben. Da weiß ich noch nicht genau, wo wir die hinmachen. Weil wir müssen ja jetzt auch erstmal nach oben. Wobei, ich hätte ja klüger sein können und schon mal ein bisschen Sand hier reinmachen können. Ich brauche jetzt natürlich auch noch einen Eimer. Machen wir mal gleich mal zwei. Für Wasser dann. Ja, ich würde sagen, haben wir eine hier eine Steinaxt. Moment. Oh, wie jetzt kommt hier Wasser. Das ist ja doof. Wieder, ist schon wieder Nacht oder was? Och, Kinder, das ist doch Kacke. Ja, erstmal so hier für den Anfang. Sieht zwar alles sehr komisch aus, aber ach, naja. Wie sieht denn das jetzt aus? Wenn ich hier schon mal bin, dann kann ich den Zombie hier abschlachten. Und ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Und dann schlage ich mich mal hier waghalsig in Richtung Wasser und Wüste vor. Ich möchte nämlich ein paar Bambusstangen hier hinten ergattern, um schon mal so eine kleine Grundlage zu schaffen. Für unser Gewächshaus. Verdammt, ich dachte, ich fahre jetzt hier rein.
Das wäre ja um mein Haar auch fast passiert. Da sind Creeper. Ah, verdammt. Was war das denn jetzt? Scheiße, und ich kann nur die Welt löschen. Nein! Das war richtig fail.